Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video. Mir klingeln zwar gerade ein bisschen die Ohren, da steckt noch Wasser drin vom Duschen. Und es ist auch energetisch nicht so meine Zeit für Videos. Dennoch wollte ich auf jeden Fall nochmal einfangen, wie schön das bei mir aussieht. Auch in Anbetracht der Sonnenblumen, durch die ich gerade wandel oder an denen ich gerade vorbei wandel. Und ja, wie gesagt, einmal den Garten zeigen, so wie jetzt so der Stand der Dinge ist. Ich denke, da ist so einiges passiert und wir gucken natürlich von außen, fangen wir wieder an. Das ist auf jeden Fall so der Weg, den ich mir jetzt ausgesucht habe. Ich war jetzt etwas über eine Woche nicht mehr aktiv, aber die Natur hört ja halt eben nicht mehr auf. Und das ist so der Blick in meinen Garten. Hier vorne ist mein Sonnenplätzchen. Goldrute ist soweit sehr ausgedünnt, wobei hier im Gartenzaun noch mal hier und da was wächst, was gut besucht ist. Deswegen habe ich hier auch noch eine Hornisse rumfliegen sehen. Hier der Weißdorn hat auch ein bisschen Größe gekriegt und sich ausgestreckt. Den habe ich auch mal ein bisschen begrenzt. Und auch hier an der anderen Seite, der ist auch gewachsen, was auch immer das ist. Habe ich bisher noch keine Antwort gekriegt. Also falls das jemand weiß, immer raus damit, ich freue mich. Also das hier. Das hier ist eine Wicke. Soweit auch zu der hier vorne, die ist es durch. Hat hier diese ganzen Schoten dran. Hat noch ein paar einzelne Blüten, die auf sind. Mal gucken, wie lange das noch geht. Aber sehr viel weniger. So, aber was schön kommt, ist hier die Lemon Queen. Aber da kommen wir gleich nochmal hin. Ansonsten möchte ich euch den Blick hier nochmal gönnen. Ich bin auch ehrlich gesagt auf der Durchreise und habe jetzt trotz mangelnder Sonne mal dieses Video gestartet. Da kommen die technischen Schwächen dieses Handys dann so ein bisschen mehr zum Vorschein. Es flackert mehr, nicht ganz so scharf, aber ich glaube, das geht gerade noch so von der Helligkeit. Daher dachte ich mich, ich ziehe das jetzt einfach mal durch. So, jetzt habe ich gerade festgestellt, dass die Aufnahme unscharf war. Jetzt weiß ich nicht, wie weit ich da gefilmt habe. Das ist schade. Aber das sehe ich halt nun mal erst zu Hause. Für mich jetzt, für den Dreh, stehe ich vor ein paar Schwierigkeiten. Aber ich ziehe es jetzt einfach mal durch, euch das jetzt hier nochmal zu zeigen, aus verschiedenen Blickwinkeln. Da war ich gerade. Ja, der Mais hier zeigt mir ein bisschen an, dass er Kraft braucht. Gerne mal auch Dünger. Ja, drin die Tomaten und so. Ich werde jetzt heute nicht in die Einzelheiten gehen. Das wächst aber noch alles fröhlich vor sich hin. Und hier und da hängen auch mal Tomaten. Mais konnte ich jetzt noch nicht erkennen. Hatte ich aber noch kein Auge drauf geworfen. Also noch nicht im Fokus des Suchens. Ja, ansonsten war ich gerade vom Gartenzaun. Ich weiß jetzt nicht, aber wie lange das jetzt hier scharf war alles. Ich hoffe, dass sich das irgendwie ausgeht. Wir gucken uns mal die Lemon Queen an, die den Platz wunderbar angenommen hat und jetzt auch endlich mal Platz hat. Und auch nicht mehr im Weg ist, wenn man hier durch möchte. Kann ich sogar rückwärts laufen, ohne dass ich irgendwo gegenlaufe. Ja, die Tomaten etc. pp, die brauchen alle Liebe. Mir sind auch weitere Dinger abgerissen. Das sind halt die, die ich schon so vorgedreht hatte, wo dann doch die Feuchtigkeit... Ja, so die... die Dinger an ihren Rand gebracht hat und dann sind sie doch gerissen. Da darf ich bei, es sind so 4-5 Pflänzchen. Da ich jetzt gefühlt eine Woche ausgefallen bin, das gehört halt zu meinem Leben dazu, bin ich doch ganz froh, dass sich hier alles so weit gehalten hat. Ich meine, hier hängen auch jede Menge Tomaten dran, wobei auch ein bisschen Braunfäule dabei ist. Es ist halt alles so ein bisschen dran. Wow, die ist ja schon hoch hinaus jetzt. Schön. So, Zucchini kommt hier auch die nächste. Blüten sind dran. Gucken, was da noch so rumkommt. Hier die Sonnenblume steht auch super da, aber wie gesagt, oh, fühlt sich so ein bisschen nach Regen an. Okay, alles klar. Vielleicht habe ich Glück, aber ich befürchte, es zieht hier an mir vorbei. Ah, wo es war schon was hier, vielleicht ist ja noch was unterwegs. Ja, also hier die Möhrchen haben ihre Zeit gehabt. Soll jetzt auch eher so ein optisches Schmankerl sein, dieses Video. Oh, es wächst langsam zu, ne? Was eine Woche da so passiert. Dann habe ich eine Pflanze aus dem Foodsharing geholt. Brauchen wir ein bisschen Wasser.
Aber brauche auch nachher eher ein schattiges Plätzchen. Also sieht ganz gut aus dafür, dass ich eine Woche nicht gegossen habe. Und auch nicht gekümmert. Ging einfach nicht, ne? Ihr kennt das von mir, das Herz geht mit. Denn hier so die Erbsen, die sehen super aus. Also die haben sich ihr Plätzchen hier wunderbar eingenommen. Das mache ich wieder. Jetzt streichen mich gerade von hinten die Brennnesseln. Hier Borretsch immer noch. Wow, ist das dicht geworden hier alles. Und der Kohlrabi ist mal fällig, sehe ich. Kapuzinerkresse, wunderschön. Ja, und hier habe ich noch die dreiarmige Tomate. Wie gesagt, die Tomaten, die brauchen nochmal gesondert. Oh, Turbinambur dürfte das sein. Denn die Blüte im Gartenzaun. Ach, wie schön. Jetzt weiß ich mir, was ich sagen wollte. Ich wollte auf jeden Fall, hatte ich im Hinterköpfchen, dass die Tomaten Liebe brauchen und so lang ist es, wie es ist. Ich habe auch ein paar Stellen, wo mehr Braunfäule ist, aber im Gesamten bin ich schon sehr zufrieden. Für das Wetter, das wir hatten. Viel Regen, nachher auch viel Sonne. So ein Mix. Übrigens eine Erkenntnis, die möchte ich weitergeben. Wer anders hat gesagt, diese dicke Schale von den Tomaten kommt von der Sonne. Also ich hatte das für mich aus Erfahrung abgespeichert, dass es vom Regen kommt. Also von daher, das werde ich mal beobachten und die Erkenntnis dann auch zutage fördern, die dann danach dann dran ist. Hier vorne alles ein bisschen wilder, das macht aber auch nichts. Hier die Sonnenblumen werden immer größer, da unten Kapuzinerkresse, da soll noch stegmäßig was hin, das ist nur so ein Anfang. Ja, und hier die Sonnenblumen, die sind mal echt zeigenswert, weil die sind riesig geworden. Also es sind hier auf jeden Fall 4 Meter. Und dahinter haben wir auch noch mehr. Hier auch so abgerissen, da sieht man das, hängt jetzt nach links rüber, ist aber riesig, das gibt es da oben. Hier eine Königskerze fürs nächste Jahr. Mal gucken, wie ich das gestalte, ob ich die da raushole, woanders reinpacke. Oh, hier kommt die fette Hände langsam. Das darf man dann auch mal beobachten. So, und hier die Kartoffelecke, das ist ziemlich verwildert. Das wartet dann irgendwann auf Liebe und ist dann auch dran. Ich meine, ich habe wieder einiges zu verarbeiten und auch noch vieles Altes, was dran ist. Also hier sind wir auf jeden Fall bei den 4,5 Metern. Und noch nicht so groß was zu sehen. Aber oben fängt die... Boah, ist das riesig. Fängt die Blüte an, die erste, sich da breit zu machen. Also ich sehe da noch mehr, zwei... Ja, aber es sah jetzt nicht wichtig. So sieht das auf jeden Fall aus. Genau. Ansonsten sehr wild. Tomaten habe ich ordentlich genascht, als ich gestern hier war. Auch die Tage davor. Also es wird auf jeden Fall mehr. So, und das, was ich so aus der Ferne noch gesehen habe. Also erstmal ist hier alles voll Kapuzinerkresse. Hier macht sich richtig breit. Ist gewünscht. Die Sonnenblume hat auch schon ihre Zeit gehabt. Voll krass, voll verpasst. Hier hängt Bohnen. Ja, alles ein bisschen wilder. Also hier zum Beikraut unterdrücken, wenn man Rasenschnitt hat und das einfach darauf wirft, wo nichts mehr wachsen soll. Da hält man sich schon ganz viel fern und darunter geht auch was kaputt. Und dann hat man ein bisschen Zeit dabei zu gehen, sobald man da halt bereit zu ist. Ich denke, jetzt waren wir schon fast an jeder Ecke. Hier noch eine Erkenntnis. Die Erbsen haben irgendwie so einen Mehltau gekriegt. Alles voll. Weiß nicht, woran das liegt. Falls da einer jemand eine Erkenntnis für uns hat, eine Weisheit aus Erfahrung, dann immer her damit. Ja, hier ist irgendwo noch Gurke zwischen, kann ich gerade gar nicht erkennen. Hier die Pflanze, da. Ach, die wächst hier durch. Okay. Die Sonnenblume hier auch schon so groß. Hat sich gelohnt, hier welche sogar im Schatten anzupflanzen. Also das ist jetzt Norden und zwischen Sonne und Sonnenblumen steht immer einiges. Übrigens, die schmecken so lecker, wie sie duften. Das ist wirklich, da geht was ab im Kopf. Geschmacksknospenmäßig. Ja, hier sehe ich so ein bisschen am Baum, dass hier und da ein verwelktes Blatt ist. Bedeutet... Zeigt mir auch an, dass es Wasser braucht. Wie sieht es bei den Äpfeln aus? Da haben wir noch gar nicht geguckt.
Oh, ein paar Apfelmumien. Ansonsten überschaubar und sieht gut aus. Ich meine, die soll man nachher auch erstmal wegfuttern. Ich werde da sicherlich wieder teilen. Auf dem Boden liegen auf jeden Fall ein paar mehr. Weiß nicht, ob der Baum durch mangels Wasser ein paar abgeworfen hat oder ob das jetzt echt vom Wind kam. Wow. Hier hängt es mal richtig runter. Oh, jetzt würde mich immer noch interessieren, ob die Lemon Queen hier auf der linken Seite, ob die auch mal Blüten kriegt. Oh ja, tatsächlich, da ist eine Blüte. Cool. Aber alles sehr erobert von der Ackerwinde. Und hier auf dem Boden habe ich einen gelben Apfel gesehen. Hier, der ist doch schon so weit. So soll der nachher ungefähr aussehen. Die roten Stellen, ja, ist perfekt. Da werde ich gleich mal reinbeißen. Nicht sofort. So, dann habe ich zuletzt, da habe ich irgendwo ein matschiger Apfel reingelatscht. Zum Glück war es keine Schnecke. Ja, hier hinten ist es wild. Wie gesagt, ich war eine Woche nicht da und bei mir hat es auch echt abgerissen. Hier ist noch so ein bisschen Baustelle, beziehungsweise noch so letzte Reste von meinen Werkeleien. Tja, und ich war auf dem Sperrmüll und habe was Neues gefunden. Was aber so zu sehen war, bevor ich euch gleich den Rest zeige, es war nur so zu sehen. Und da war super viel, das hat mich aber angezogen, ich drehe das Ding um. Und dann ist sowas Schönes da drauf. Und dann habe ich mir gleich daraus was gebaut, denn ich wollte für mein Werkzeug vorne hier mal so einen Kasten haben, für meine Sense und so. Und da habe ich hier schon mal was gezimmert. Soweit ist das. Das Ding soll dann halt irgendwie nochmal auf Füße oder einen Fuß und ein Dach haben und irgendwelche Anbauten noch, weil ich meine, das ist ja schon noch mehr möglich. Ja, aber wunderschön, wie ich finde. Auf jeden Fall gut gelaufen. So. Hier sieht es soweit so aus. Ja, kein Regen. Kommt noch Regen? Die Frage. Also ich bin auf jeden Fall hier, um zu gießen, wenn keiner kommt. Ich werde aber auf jeden Fall jetzt als erstes mal ein Päuschen machen. Das war jetzt ein relativ kurzes Video. Haben uns überall mal so ein bisschen umgeschaut. Und ich denke, das hat mal so einen kleinen Überblick verschafft und ich werde jetzt noch mal euch mit ein paar Bildern aus anderen Perspektiven einfangen, was ich euch gerade mit Gesabbel gezeigt habe. Und andere Perspektiven machen natürlich dann auch noch mal eine Atmosphäre, ne? Hier übrigens, habe ich noch nicht gezeigt und erwähnt, hier habe ich ein bisschen was gemacht, auch hier am Rande frei, damit das alles mal ein bisschen wieder läuft hier. Beim Rasenmähen, hier auch. Ist auf jeden Fall noch erwähnenswert. Ja, und trotz kaputtem Dach hat das hier mit den Tomaten bis hierhin funktioniert. Ich meine, bisschen können die Liebe vertragen, ein paar knusprige Blätter wegschneiden. Vielleicht nehme ich euch da mit, wenn ich dabei gehe. Hab da so meine Routine und sowieso Strukturen dieses Jahr, die, wie ich finde, teilenswert sind, damit in unseren Köpfen, also für einen Mehrwert für euch, für jene, die dafür offen sind, so ein bisschen den Garten in einen Überblick zu kriegen, der eine gewisse Struktur hat. Ich meine, ich möchte hier dann teilen, was ich mache. Also es geht eigentlich letztendlich nur um Rasenmähen, Beete. Und gewisse Routinen in den Beeten mit Beikrautjäten, mit Routinen, wo ich quasi nach dem Prinzip Leben bringt Leben, dann auch wieder was in die Beete bringen. Ja, und wo ich halt eben gar nichts machen muss, wo vielleicht ein bisschen so die Aufgaben warten, die einfach so zum Gartenleben dazugehören. Und wie letztendlich darüber hinaus auch der Wachstumsprozess stattfindet. Ja. So, hier ist es ein bisschen wilder, da wird uns ein bisschen was im Weg sein. Das wären so Sachen gewesen, hätte ich mich diese Woche drum gekümmert, in der ich nun nicht dabei war. Somit ist das hier ordentlich wild. Aber es tut dem Ganzen keinen Abbruch, weil es ist ja schön. Ich mag's.
Aber letztendlich möchte ich auch wieder durchgehen können und es natürlich einfach haben mit der Sache Rasenmähen und Sensen. Ey, das ist echt riesig. Guckt euch diese Sonnenblume an. Heftig. Wenn die sich mal blicken lässt und wie die nachher aussieht, da bin ich echt gespannt. Ja, schauen wir nochmal den Horizont an. Was sagt der denn einmal im Uhrzeigersinn? Oh, da bin ich auch mal glatt gekippt. Das hatte ich noch nicht. Premiere. Okay, da habe ich mich echt erschrocken gerade. Uiuiuiui. Okay, das ist Erfahrung sammeln. Try and error. Jetzt knallt der Wind durch. Ich hoffe, das tut uns keinen Abbruch. Ach, unten das Ding kippelt. Okay, alles klar. Das ist wohl wieder ein bisschen was morscher geworden und braucht das... Da drunter ein bisschen halt. Ja, ich dachte gerade, das liegt an dem Teil, aber das ist das Teil, was wegkippt. Das hatte ich vorher noch nicht. Das ist neu. Genau. Hier habe ich nicht einmal wieder Beikraut gejedet. Da könnt ihr mal sehen, was die Schafswolle so von alleine zurückhält. Ich meine, da ist natürlich Löwenzahn durchgekommen. Hier hängt auch das Seil unten. Achso, genau, da habe ich ja schon gezeigt, dass es hier durch ist. Ja, und das Plätzchen geht für mich auch letztendlich auf. Ne? Also ich meine Hängematte direkt neben den Sonnenblumen. Auch ein schöner Blick in alle Richtungen. Also ich mache mal hier so aus der Perspektive des Kopfes. Ja, und dann kann man hier so schön hoch, auch wenn man nochmal zum Himmel guckt. Und dann hat man die Sonnenblumen noch über sich. Voll schön. Und auch wenn man in die anderen Richtungen guckt, habe ich hier natürlich auch meinen schönen Ausblick. Also das ist für mich auf jeden Fall aufgegangen. So, und ich wollte ja andere Wege gehen. Und das machen wir, weil wir sind hier noch nicht drin gewesen. Oh, wow, wie schnell das nachwächst. Ja. Also, da muss ich sagen, das schaffe ich dieses Jahr sehr gut. So lange wie jetzt und so ungepflegt war schon lange nicht mehr. Was dann auch zeigt, wenn man nicht unterbrochen wird und einfach ja, sein Ding macht und... das Thema ist sehr umfänglich, das kann ich jetzt gar nicht so rauspacken, möchte ich auch nicht, hatte auch noch mit Gegebenheiten hier zu tun, das war vielleicht schon zu viel. Schwierig über Sachen zu reden. Oh, ein Geschenk des Himmels. Was haben wir hier denn? Was für eine Feder haben wir hier denn? Sag nicht, dass es das ist, was ich denke, dass es das ist. Oh, also das bedeutet mir sehr viel und ist auch noch so schön verpackt überreicht zu kriegen von der Natur. Also das dürfte ein bisschen größerer Vogel sein als die uns bekannten, die wir mit der Nase haben. Ich meine, hier auf der Ecke ist auch ein Waldkauz unterwegs. Ich weiß nicht, ob der so viel Helligkeit da drin hat, aber das könnte schon hinhauen. Also wenn das einer weiß von euch, schreibt mir das mal in die Kommentare. Das ist für mich gerade ganz besonders. Voll schön. Ja. Ja, das ist... diese kleinen Wunder. Also ich merke das auch gerade schon die ganze Zeit, wo ich unterwegs bin oder auch gerade das Video für den Waldschrat gedreht habe, dass hier und da doch wieder sehe ich hier das große Ganze einmischt und mir doch das ein oder andere Geschenk und die andere Situation ins Leben bringt, über die ich ja auch letztendlich meine Freude am Wachsen habe und wieder viel mehr Glück empfinde. Das tut richtig gut. Das ist so ein schönes Geschenk gerade. Wow, das ist Hammer. Jetzt überlege ich, mit nach Hause nehmen oder hier lassen. Egal, das lasse ich gleich nochmal reflektieren. Wird mir die Feder zeigen, aber ich glaube, die soll mit nach Hause. Voll cool. Ja, hier ist eine Sonnenblume umgekippt. Die stand eigentlich da. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal aufrichte oder so lasse. Ich kann mir da nicht so ganz durchgehen. Ich will noch mal gucken, ob hier... Ah, da hängen die Physalis. Oh, da ist sogar eine aufgeknabbert, eine kleine. Ja, macht aber nichts. Ich mag dieses Gefühl, ne? Die sind so schön flauschig. Richtig schön sanft. Also wenn einem im Garten mal das Klopapier fehlt, dann würde ich hier die großen Blätter empfehlen.
oder von einer Königskerze. Das ist mein Ernst. Ich meine, wir sind alle mal in Not. Dann fehle ich große Blätter und es gibt nichts Weicheres als Königskerze oder halt Physalis. Jo, boah, echt voll hier. Das ist, so habe ich mir das gewünscht. Ich habe ja schon mal durchblicken lassen, ich weiß nicht, ob hier auch. Es gibt schon eine gewisse Erwartungshaltung, die sich bei mir enttäuscht hat. Aber dafür kriege ich gerade ganz viel Bonus wieder rein. Also ich kam in Akzeptanz. Ich habe hier an sich viel mehr Vielfalt ausgesät. Nur irgendwie ist aus den Sachen nichts geworden. Den Grund kann ich nicht, weiß ich nicht. Saatgut kann nicht gut gewesen sein, was ich mir nicht vorstellen kann. Dafür war das zu viel Verschiedenes. Irgendwas hätte kommen müssen. Es kann auch so sein, dass uns das erst nächstes Jahr beglückt. Das, was Mehrjähriges ist und so, da habe ich nicht so viel Ahnung. Ich mache einfach. Ich meine, irgendwie läuft es doch wohl irgendwie gut. Ich meine noch, das ist doch völlig ausreichend. Muss man ja nicht immer alles bis zur Spitze treiben. Hier übrigens noch zeigenswert, die ist aber umgekippt. Oh, nee, hängen geblieben. Eine Stockrose, jetzt wissen wir da auch die Farbe. Ich meine, das habe ich mal so angesprochen. Interessiert mich noch, welche Farbe das nachher wird. Ja, wird herrlich. Das muss gerade sein, das tut gut. Entschleunigt das Film und das bringt hier nochmal den Teil rauf, den ich vorhin am Anfang hatte. Übrigens, hier ist noch ein Hokkaido, der sieht so weit aus. Oh, 12 cm Durchmesser würde ich schätzen. Ein kleiner. Oh, die Pflanze ist sehr zertrocknet, sehe ich gerade das erste Mal. Ja, da gibt es doch ein paar Auswirkungen vom Nichtgießen. So, aber da hinten sieht es noch ganz gut aus. Die Feder, ey, das tut so gut. Was für ein Geschenk des Himmels, echt. Ich bin gespannt, was das ist. Ich habe kurz überlegt, ob ich die hier vorne mit reinklemme. Aber lieber Himmel, da müsst ihr mir noch mehr schicken. Also hier klemme ich ganz gern die Federn ein. Taube, Krähen, was auch immer. Im Grunde genommen würde das ganz gut hier in die Mitte irgendwo reinpassen. An sich schon, aber ich finde die zu schade. Ich hatte so eine Feder noch nicht. Also sie passt schon hier oben rein. Ich meine, bis zum Losfahren für das Energetische. Einmal gut. Oh Mann. Ach, dieses Tor ist so, da steckt so viel drin, so umfänglich und auch tiefgründig. Was man glaubt, auf den ersten Blick zu sehen. Ich meine, allein die Combo. Mehr verrate ich nicht. Ein bisschen mehr noch. Hier ist es ganz gut zu sehen. Ja, hinten steht auch ein Baum des Lebens. Ich habe ja noch andere Seiten an mir. Hier, jetzt nehmen wir nochmal die Seite mit, weil ich nicht weiß, ob vorhin am Anfang die Aufnahmen scharf waren. Vielen Dank nochmal an euch, an eure Spenden, die mir das ermöglicht haben, einen fahrbaren Untersatz unterm Hintern zu haben. Hier möchte ich das auch mal sagen, bin unfassbar dankbar. Bin mittlerweile noch an dem Punkt, es braucht ein bisschen Liebe. Ja, so an der Nordsee, rostige Kette und so. Ich hatte nur Kettenvlies fertig, brauche mal wieder die Drahtbürste ohne Öl. Genau. Also das Fahrrad ist bald mal dran und auch mal wieder polieren und schön machen. Ist letztendlich dann noch eine Riesenfreude, wenn das Rad dann da geschützt und fresh dasteht. Habe ich ja auch noch ein Fahrradtacho, eine Rückleuchte, die ich da nochmal anbringen möchte, die abgefallen ist. Boah, ich habe sie immer mit und provisorisch geht's auch, aber muss ich das ja dauerhaft dran haben. Vorderbremse habe ich noch eine neue liegen, die soll ran. All solche Sachen. Ansonsten richtig schönes Gefährt, mit dem habe ich schon richtig Kilometer gerissen. So sieht's aus. Moin, hallo.
Oh, guck mal. Ich finde, das kann man noch mal mitnehmen. Wir haben hier schon ein bisschen Lemon Green wächst aus der Nähe. Aber wir haben hier eine wunderschöne Schnecke. Aber wirklich wunderschön. Mal sehen, ob ich die noch so raufkriege. Das soll auch gut sein. Ja, ihr Lieben, das ist so Stand der Dinge. Ich bin jetzt im hinteren Bereich nicht so groß unterwegs gewesen, da beim Wäldchen. Das kennt ihr ja. Das ist ja durchaus konstant. Wenn es da was Neues gibt, bin ich sowieso der Erste, der das gefühlt möchte, dass das da irgendwie mit draufkommt. Hinten meine Projekte habt ihr gesehen. Baum des Lebens habe ich schon gezeigt. Und diese Geschichte mit dieser blauen Tür. Das wird dann weitergehen. Ich wollte das hier vorne noch irgendwo hinsetzen. Ich habe aber noch nicht den richtigen Ort gefühlt, wo es dann im Boden möchte und ja, ob man das hier vom Gartenzaun sehen soll oder ob man das dann von drinnen sehen soll. Also ich meine, hier und da eine Ecke zu entdecken, wo mal sowas als Überraschung auf einen wartet, allein für die Atmosphäre. Das ist ja das, was ich mir vorgestellt habe, dass wenn ich am Anfang, bevor ich den Garten angelegt habe, dass ich überall so Plätzchen habe, wo ich mal sitze. Ich meine hier, ich habe hier vorne den Sonnenplatz, direkt dahinter die Hängematte. Da. So, das ist hier vorne. Und der Blickwinkel und die Atmosphäre und alles, was man da so erlebt, das ist einfach einzigartig. So für sich. Das habe ich mir genau so gewünscht. Und bei den Sachen geht es auch darum, was man von diesen Stellen alles so erblicken kann. Ich meine, alles hat so für sich so seinen Charme. Und das ist für mich auch voll und ganz in Erfüllung gegangen. Auch das mit den Stegen und so ist für mich auch aufgegangen. Ich meine, es ist die Sonnenblume rübergefallen. Das lässt sich noch korrigieren. Dann ist das auch wieder aktiver. Das sind alles so Sachen. Oder auch wenn ich hier mal auf dem Rasen gelegen habe zuletzt. Ich hatte ja einen Unfall. Ach, habe ich davon erzählt? Hier kann man es noch sehen. Das Ding, was ich da gebaut habe, den Steg, wo ich vorhin rübergegangen bin, der kleine da vorne in der Richtung. Ja, da habe ich mir erstmal so quer so ein Ding unter den Nagel gehauen. Das war nicht so schön. Da lag ich hier. Zwangsweise, wirklich, war heftig. Und ich muss das Ding ja selber da rauskriegen, weil ich keine ärztliche Anbindung mehr habe. Ne? Also es wären schon so Sachen, wo ich nochmal wahrscheinlich losgehen würde, aber ich habe das so mit mir wieder ausgemacht. Ja, und so hat alles so seinen Charme und seine Atmosphären. Da kann man auch mal sitzen. Ach ja, Thymian habe ich gekriegt. Genau, hat mir jemand hingestellt, aber ich weiß noch nicht wohin. Deswegen steht das hier auch noch. Wenn jemand eine Ahnung hat, wo der sich wohlfühlen könnte hier bei mir, dann sag mir bitte Bescheid. Weil ich meine, hier Konkurrent Quecke ist schon echt extrem. Da muss ich aufpassen, wie das so läuft. Ja, alles hat so seinen Charme, egal wo man ist. Hier vorne habe ich mir halt auch mal einen Stuhl hingestellt. Gibt viele Eckchen, wo ich dieses Teil platzieren könnte. So, ich hoffe, euch geht es soweit den Umständen entsprechend gut. Und dieses Video konnte euch auch ein bisschen ein paar schöne Momente zaubern. Ja, wir sehen uns letztendlich wieder, wenn wir uns wiedersehen. Ich mache da keine Ankündigung. Ich habe selbst durch dieses vielleicht aus meinen letzten Videos letzte Woche, nee, vorletzte Woche, mir doch wieder zu viel Druck auferlegt. Unfassbar, wie minimal das schon mitschwingt, nur wenn man ja diese Worte in den Mund nimmt in einem Video. Ja, aber das habe ich nun heute durchbrochen gekriegt, somit bin ich da fein. Ich bin manchmal sprunghaft, das weiß ich. Habe gerade wieder irgendeinen Faden verloren. Also ich bin auf jeden Fall jetzt sehr happy hier, was in Kasten gekriegt zu haben. Ich muss sagen, ich bin mir unsicher, ob hier jetzt nochmal Regen erfolgt. Ob ich lieber schnell gleich nochmal gieße. Wird sich gleich noch ergeben. Ich freue mich riesig über diese Feder. Das ist ein Traum. So schön. Ja. Hier gibt es übrigens noch viel mehr Plätze. Ne? Also jene, die mich da länger verfolgen, die wissen, ich habe hier unter der Weide, das mit der Bank habe ich ja vorhin schon gezeigt. Ja, es gibt so viel hinten Hängematten, eine Hängeschaukel. Hier der Weidenbereich mit der Bank, mit den Stühlen. Hier ist noch ein Bereich, auch wenn jetzt derzeit eine kaputte Bank da steht. Und hinten halt noch die Hängematten. Hier unten stehen noch Hocker. Also rein theoretisch könnte ich hier so einige Leute für einen schönen Tag beherbergen.
Was ja auch schon die ganze Zeit auch mein Seelenwunsch ist, euch die Möglichkeit da draußen mal zu ermöglichen, dass wir uns irgendwie mal treffen. Aber aus der Praxis und den Erfahrungen der ersten 6 Jahre oder 6,5 Jahre auf YouTube ist es schwierig für euch da draußen zu mir hier hoch in den hohen Norden zu kommen. So, dann habe ich mir doch mal was überlegt. Das kann ich vielleicht jetzt mal ein bisschen spoilern. Das kommt so intuitiv hoch, aber habe ich überhaupt nicht geplant. Weiß nicht, wie das kommt. Wie wär's denn mit der Idee für einen persönlichen Gartenrundgang? Also ihr könntet euch anmelden, wir finden uns und dann machen wir das. Das wäre eine Idee. So könnte ich mich individuell auf die Menschen einstellen. Das Einzige, was ich nicht machen kann, so wie es heutzutage gefordert ist, das gehört für mich auch zu Orga-Bürokratie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich bin nicht so der Messenger-Typ, vor allem telefoniere ich auch nicht. Also es wären schon Sachen, die dann wohl erstmal über E-Mail laufen und dann können wir rüber aufs Handy switchen und dann bitte in dem Rahmen bleiben, den ich auch pack. Das heißt, ich selber bin da der Creator und muss zusehen, wie ich das so organisiere, dass es für alle fein ist. In der Vergangenheit habe ich das durchaus probiert, da gab es gute Phasen und warum sollte es jetzt nicht mal klappen? Ich habe da ganz kleine Tropfen abgekriegt. Ich spüre das immer noch. Na gut, das soll es gewesen sein. Wir haben jetzt ein Sommervideo, darüber freue ich mich, mit Sommer. Und haben einmal den Garten im Kasten, auch wenn ich euch jetzt nicht alles gezeigt habe. Ja, für mich kommt jetzt die Kräuterpause. Und ja, wir sehen uns, wie gesagt, wieder, wenn wir uns wiedersehen. Alles Gute für euch auf eurem Weg, auf unserem Weg. Alles Gute für uns. Wir sitzen ja alle im selben Boot. Dürfen heute mehr denn je erleben. Und ja, ich wünsche mir fürs Morgen weiter ein Aufeinander zugehen, auf ein Miteinander. Und ja, darauf setze ich und ich werde weiterhin meinen Teil dazu beitragen, dass ja, wir ein besseres Morgen kriegen, ein friedvolleres, ein ruhigeres, ein glücklicheres Leben zusammen. Und das ist der Teil, den ich hier so mache, zusammen mit der Waldschrat, zusammen mit Hier und Jetzt, meine anderen beiden Kanäle. Bis auf den Waldschrat bin ich auch auf TikTok vertreten und dort gibt es auch regelmäßig Livestreams von mir, wobei die auch nicht geplant sind, sondern intuitiv, spontan dann vonstatten gehen. Und ich freue mich dann auch, jetzt mittlerweile über längere Zeit jetzt schon meine YouTube-Videos machen zu können und parallel auch meine Streams zu wuppen, denn es war ganz lange Zeit nicht so. Und ich musste mich erstmal so weit auch gesundheitlich zurückkämpfen und in meine Strukturen, dass das läuft. Ich habe die Erfahrung, dass jene Menschen, die mir nah waren, sie haben sich verändert oder die kann halt meine Welt nicht erfassen. Und ja, dann hat das Auswirkungen auf meine Streams dort. Sehr massiv, das Private. Und das hat alles verändert. Und das hat lange auch ganz viel kaputt gemacht und ich habe mich da sehr weit zurückkämpfen dürfen. Ich meine, nach dem, was ich erlebt habe in Sachen Gaslighting, also öffentliches Mobbing, jemanden wirklich zu zerstören, habe ich voll abgekriegt, nicht nur einmal. Und das hat mich auch stärker gemacht, ich habe mehr Rückgrat gekriegt. Aber es gibt Momente, da trifft man mich traumatisch, dann lande ich im Retrauma und dann kriegt der eine oder andere auch mal einen mit. Ich bin nicht immer nur lieb, so lieb wie ich sein kann, so kann es auch sein, wenn ich meine Hörner aushabe. Das ist nichts, was ich gerne mache und auch nichts, was ich plane oder irgendwie gut finde an mir, sondern ich arbeite natürlich daran, im Gleichgewicht zu bleiben. Und ich meine, ich habe jetzt gesundheitlich dieses Jahr echt einiges weggesteckt und bin so froh, hier reden zu können, mein Gedächtnis wieder zu haben, sprechen zu können. Ja, nur das Gelebte, das wird noch weiter verarbeitet, bin ich noch nicht ganz durch. Aber es hat auch seine ursprünglichen Themen, es begegnet einem ja immer wieder im Leben. Nun gut, das war noch eine kleine Verlängerung, auch nochmal bei mir. Ja, ich bastle mir jetzt erstmal ein und bin erstmal raus. Und weg, euer Lars Christian.